Willkommen bei Video Wissen. Ich bin Matthias Bartelmann, ich bin theoretischer Astrophysiker am Institut für Theoretische Physik der Universität Heidelberg. Also was mich zur Wissenschaft inspiriert hat, war letzten Endes der Anblick des Sternhimmels. Ich habe als Schüler bei einem Skikurs in den Alpen einen wunderschönen Sternhimmel beobachtet. Und dann kam ein älterer Mitschüler und gemeint, hier sind die Planeten zu sehen. Und ich dachte, woher weiß der, dass es die einen Punkte Planeten sind und die anderen Punkte Sterne? Und von da an hat mich interessiert, wie kriege ich das raus? Und dann habe ich gelernt, wie man Positionen von Planeten berechnet. Und damit war mein Weg in die Physik, insbesondere in die theoretische Physik, vorgezeichnet. Ich habe an der LMU in München Physik studiert, habe dann dort das Diplom gemacht mit einer Diplomarbeit, die ich am Max-Planck-Institut für Astrophysik angefertigt habe. Bin an dem Institut geblieben für meine Doktorarbeit. Bin dann über mehrere Postdoc-Stationen zum wissenschaftlichen Mitarbeiter geworden und habe schließlich einen Ruf auf eine Professur an der Universität Heidelberg bekommen. Und da bin ich immer noch. Also mein wesentlicher Ausbildungsweg war, Physik zu studieren und dann in Physik zu promovieren. Ich habe ein normales Abitur abgelegt und bin dann nach der Wehrdienstzeit allerdings dann eben ins Studium gegangen. Ach na ja, da müsste man eigentlich Kollegen fragen, wie sie die eigene Arbeit bewerten. Es gab ein paar sehr schöne Ergebnisse, die mir besonders wichtig waren. Die haben zum Teil mit dem Gravitationslinseneffekt zu tun, also mit Lichtablenkung im Universum. Die haben zum Teil mit kosmischer Strukturbildung zu tun, also mit der Frage, wie Strukturen im Universum entstehen und sich entwickeln. Da gab es Ergebnisse, die mir sehr wichtig waren und wie Kollegen die sehen, ob sie sie tatsächlich als Durchbruch kennzeichnen würden oder so. Das muss ich den Kollegen überlassen. Also das für mich wichtigste Ergebnis war, dass wir uns, mit wir meine ich meine Gruppe und mich, dass wir uns einem fundamentalen Verständnis von Strukturbildung in bestimmten physikalischen Systemen, bestimmten sehr allgemeinen physikalischen Systemen angenähert haben. Das war für mich eigentlich das Wichtigste, was ich in meiner Laufbahn als Physiker erreicht habe. Naja, die größte Herausforderung war eigentlich, dass ich natürlich einerseits in der Wissenschaft bleiben wollte, weil das eine Umgebung ist, die mir sehr zusagt und mir sehr gefällt. Und auf der anderen Seite eine Familie haben wollte und beides miteinander zu verbinden, ist nicht einfach. Ich hatte zwei kleine Kinder, als ich noch eine befristete Stelle hatte und wusste nicht so recht, wie mein beruflicher Weg weitergeht. Und dann musste ich Kompromisse eingehen und verschiedene Wege gehen, die ich vorher so nicht geahnt hatte. Das war also beides miteinander zu verbinden, ein vernünftiges Familienleben und Leben als Wissenschaftler. Das war eigentlich die größte Herausforderung. Ja. Natürlich gibt es immer wieder fachliche Herausforderungen, aber die gehören zum Beruf. Ja. Also im Moment befasse ich mich weiter mit der Frage danach, wie kosmische Strukturen entstanden sind. Und das beschäftigt mich jetzt seit einiger Zeit und wird mich wahrscheinlich auch noch bis zu meinem Ruhestand begleiten. Wie entstehen Strukturen? Wie kann ich Strukturen kennzeichnen? Wie äußern sich bestimmte Merkmale physikalischer Systeme in den Strukturen, die in diesen Systemen entstehen können? Das sind die Fragen, mit denen ich mich vor allem beschäftige. Also ich nehme an, so furchtbar lang habe ich nicht mehr in meinem Berufsleben, aber ich nehme an, dass ich in derselben Richtung weitermachen kann, dass sich die Zusammenarbeit mit Kollegen, vor allem die methodische Zusammenarbeit, weiter vertiefen wird. Darauf hoffe ich, davon gehe ich aus. Ein wesentlicher Bestandteil meines Berufslebens ist ja auch die Lehre an der Universität, also Vorlesungen, Seminare und so weiter zu halten. Da nehme ich an, dass ich das weiterhin so betreiben kann, wie ich es bisher betrieben habe. Das ist mir sehr wichtig. Ja, also ich werde meine Zeit ungefähr gleichmäßig aufteilen zwischen Forschung und Lehre und in der Richtung weitermachen. Karriereratschläge, ja. Also mein wichtigster Karriereratschlag wäre,
oder meine wichtigsten Karriereratschläge wären: Folgt nicht irgendwelchen Moden, folgt euren Interessen. Verfolgt eure Interessen, solange ihr könnt. Geht eurer Neugier und eurer Nase nach, der Nase eurer Interessen. Und genießt einfach die Möglichkeit, neugierig zu sein. Folgt nicht irgendwelchen Ratschlägen zur Optimierung eurer Lebensläufe, sondern geht eurer Neugier nach. Das wäre mein wichtigster Karrierehinweis.